Was Trump an der Grenze zwischen Amerika und Mexiko einfach nicht gelingen will, wird jetzt an der Uni Bielefeld zur Realität. Unsere Unikanzlerin Donna Trumpf ist einfach durchsetzungsstärker und setzt jetzt klare Grenzen zwischen Uni und FH. Hier laufen die Vorbereitungen für den Mauerbau. Unikanzlerin und Bauexpertin Inge Nöhr schauen sich das Gelände an. Sie beraten sich und stecken die Mauer ab. Auch die Bauarbeiter sind bereits eingetroffen und erhalten erste Anweisungen. Wunsch der Unikanzlerin ist eine klare Grenze zwischen Uni und FH. In ihrem Büro arbeitet die Kanzlerin bereits an einem Prototyp der Mauer. Die Uni Bielefeld zu schützen, liegt ihr sehr am Herzen. Deshalb ist sie felsenfest von der Notwendigkeit einer stabilen Bausubstanz überzeugt. Und das Ganze soll aus massiven Steinen sein, damit es auch wirklich hält. Und dann können wir sagen, Uni first, FH second. Ziel der Mauer, die FH-Studenten sollen das Unigelände nicht mehr betreten können. Denn die Probleme mit den FH-lern an der Uni häufen sich. Ganz besonders in der Mensa. Ein Mensa-Menü für 8,30 Euro, das liegt vor allem an der gestiegenen Nachfrage durch die FH-ler. Aber das ist nicht das einzige Problem. Ja, da hat man es mal wieder gesehen. Ich will mich in der Mensa hinsetzen und irgend so ein Typ von der FH nimmt mir mal wieder den Platz weg, schiebt mich einfach zur Seite, mega dreist. Ich check's nicht und ich habe da auch einfach keinen Bock mehr drauf. Ich habe langsam die Nase voll. Das muss aufhören. Das kann nicht sein, dass wirklich die Studenten hier von der Uni keinen Platz haben in der Mensa, weil die FHler die ganze Zeit alles besetzen. Ganz und gar nicht besetzt ist hingegen die Unihalle. Der Grund dafür liegt nach Meinung der Unikanzlerin auf der Hand. Das Studienangebot an der FH ist einfach so gut, dass es die ganzen Studierenden anlockt, weg von unserer schönen Universität Bielefeld. Die Meinung der Uni-Studenten zum Vorhaben der Kanzlerin gehen auseinander. Ja, also ich finde es richtig und wichtig, dass dieser Schritt unternommen wird, weil es kann einfach nicht sein, dass diese Kackkriminellen von der FH hier rüberkommen. Deshalb bin ich dafür, dass wir uns abgrenzen. Also ich persönlich habe die FHler irgendwie noch nie gesehen und ich weiß noch gar nicht, wo die Hochschule ist. Und das Geld, was man für die Mauer ausgeben würde, könnte man auch besser investieren. Es ist ja eigentlich nicht so verkehrt, wenn man diesen kriminellen Tätigkeiten so einen Riegel vorschiebt. Ich finde es voll blöd, wenn die eine Mauer bauen. So, das hält mich nicht davon ab, zur FH zu gehen, weil ich finde, da kann man viel besser Kaffee trinken draußen in der Sonne. Jemand, der stark gegen den Mauerbau ist, ist Bauexpertin Inge Nöhr. Sie sieht Probleme bei der Statik und der Finanzierung. Eine kostengünstige Lösung hat sie schon im Blick. Deshalb wäre mein Vorschlag, einfach einen gesamten Ring um die Uni zu bauen, damit wirklich kein Schlupfloch für die FHler da ist. Diese Einschätzungen der Bauexpertin lassen die Kanzlerin und ihren Traum von der Mauer ins Leere laufen.